Die tägliche Brezen hatte ich nicht, auch nicht während meiner Münchner Zeit. Aber seit 2,5 Jahren weiß ich, dass so etwas nicht einmal als Ausnahmefall funktioniert. Jedenfalls ist es alles andere als gesundheitsfördernd. Bei allem Respekt gegenüber dem Bäckerhandwerk, das geht besser, nämlich primal. Damit das gleich klar ist, tägliches Brot gibt es bei mir nicht. Wenn ich backe, dann normalerweise für sich ankündigende Gäste, die eben nicht primär leben, sich aber dafür interessieren. Was brauche ich für ungefähr 7 primale Brötchen? Habe ich diese Zutaten zusammen, brauche ich nicht sehr viel mehr. Ich brauche nur noch ein Mischgefäß und etwas zum Umrühren. Ich nehme da immer einen Löffel und natürlich einen vorgeheizten Ofen. Den stelle ich nicht zu hoch ein, denn ab 150 Grad Celsius wird das Fett der Mandeln ranzig. Das soll nicht passieren, deswegen lieber ein bisschen mehr Zeit für das Backen aufwenden und zwischen 120 und 130 Grad Celsius ist die Ofentemperatur ideal. Das Backen dauert dann ungefähr gut eine Stunde. Ach ja, nicht zu vergessen, Wasser. Davon brauchen wir reichlich. Ich habe mir ein Backblech hingelegt, weil dieses Backblech schon etwas älter ist und gerne mal haftet, habe ich etwas Backpapier draufgelegt. Ich beginne mit den gemahlenen Mandeln. Die kommen als erstes in die Schüssel. Das Leinmehl mische ich direkt darunter. Das gleiche gilt für das Natron. Mein Gewürz, in diesem Fall Koriandersamen und das Salz. Wahl der Waffen. Meine Lieblingswaffe bleibt der Löffel. Bei den Eiern empfehle ich sie getrennt zuzugeben, und zwar nur das Eiweiß für den Teig zu verwenden. Mit dem Eigelb kann ich die Brötchen oder Brezen dann später einstreichen. Wenn das dort dann mit in den Teig kommt, wird die Konsistenz ziemlich kuchenartig und das will ich in diesem Fall vermeiden. Ich gebe jetzt das Olivenöl dazu. Das mache ich immer nach Gefühl. Und jetzt darum, das Natron zu aktivieren und damit den Teig etwas lockerer zu machen, gebe ich jetzt meine Säure dazu. Der Rest ist nicht Schweigen, sondern Wasser. Erstmal so, wie ich das im Gefühl habe. Ihr seht jetzt ja, das ist nicht viel. So, und dann beginnt die wilde Phase, das Rühren. Wichtig ist, dass ich irgendwann keine Krümel von den Mandeln mehr sehe. Also es sollte jetzt wirklich ein schön geschmeidiger Teig werden. Dieses eigentliche Kneten, das wird ein bisschen dauern, bis das Leinmehl genug Zeit hat, um sich voll zu saugen. Und das Natron braucht auch ein bisschen Zeit, um ein paar Gasblasen zu bilden. Also auch dieses Kneten sollte man ruhig ordentlich Zeit verwenden, beziehungsweise dafür Zeit einplanen. Und immer wieder Wasser zu geben, aber nicht zu viel auf einmal, sonst hat man plötzlich keinen primalen Teig, sondern eine Brotsuppe. Ein bisschen Wasser darf noch sein. Ich knete den Teig gleich nochmal etwas weiter, aber jetzt lasse ich ihn ein paar Minuten gehen, damit er etwas auflockern kann. Unterdessen kümmere ich mich um das Eigelb, das ich noch ein bisschen verschlagen muss. Und weiter geht's im Knetkontext. Ich gebe noch mal etwas Wasser zu. Weil das vorhin sehr wenig Säure war, gebe ich auch davon noch mal etwas dabei. Und jetzt wird noch einmal mit dem Löffel geknetet und danach gehe ich in den Handbetrieb über. Jetzt kommt noch das Einstreichen.
mache ich mit dem Eigelb. Dabei darf ruhig etwas überlaufen. Weil ich sehr gerne Sesam mag, wenn ich diese quasi Brötchen noch mit etwas schwarzem Sesam überstreuen. Das kann aber auch natürlich genauso gut heller sein. Hauptsache, er ist noch nicht geröstet, weil die Hitze kommt jetzt schon ganz von selber. Ich schiebe die jetzt in den Ofen. Der ist auf 120 Grad voreingestellt und bei dieser Temperatur wird er auch bleiben. Die nächste Stunde sollten sich die Brötchen im Ofen aufhalten. Danach drehe ich sie immer um, das heißt auf den Rücken, damit die Bauchseite noch ein bisschen ausdünsten kann. Im auf 60 Grad eingestellten Ofen nochmal 5 Minuten morgens aufwärmen und schon hat man perfekte Frühstücksbrötchen.